Wie hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Outing. Ist es heute noch nötig? Thanks not to say to gay people. Unterschied, den die Gesellschaft zwischen Lesben und Schwulen macht. Wieso gibt es in Flying Sparks keine LGBT? Hat man das gehört? Hört man das? Das sind Menschen. Oh, sie kommen. Geister. Halloween ist vorbei! Hi, mein Name ist Nico und das ist Pillow Talk. Pillow Talk ist meistens das Format, in dem ich primär eure Fragen beantworte, sprich zum Thema LGBT, gay sein, schwul sein, lesbisch sein, whatever. Und mal ganz fernab davon von Lifestyle, Comedy. Ich bin nicht lustig, aber ich versuch's. I try my best, okay? Pillow Talk ist das Format, in dem ich eure Fragen beantworte und zwar so ausführlich und sachlich wie möglich und euch damit irgendwie versuche zu helfen, zu informieren, meine Weisheit mitzugeben. Und gerade irgendwie haben wir sehr viele LGBT-Fragen, was ich sehr cool finde, denn ich finde, da gibt's noch sehr viel Aufklärungsbedarf und ich dachte mir so, hey, I'm gay, I can help. Und ich habe heute erfahren, dass ich den ISO-Wert meiner Kamera manuell einstellen kann. Ich saß die ganze Zeit im Dunkeln, weil ich mir dachte, fuck, Alter, ich brauche noch 10 Softboxen hier mindestens, damit hier alles mal schön hell wird. Ich habe einfach am Rädchen gedreht und zack, wurde es hell. Ich habe die Kamera seit 2 Jahren. Und ich würde sagen, ihr habt mir wieder fleißig Fragen auf Instagram gestellt. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern beantworten gleich eure Fragen von Instagram. Wir legen los, have fun. Oder nicht fun, je nachdem. Frage Nummer 1. Wie hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Von Charlie Reuter. Ich habe gerade das Fenster offen übrigens, Wohnzimmer. Ich habe immer Angst, dass jemand vorbeiläuft und dann so sieht, wie ich gerade über schwule Sachen rede. Hi. Gemerkt habe ich das einfach so. Also ich muss sagen, ich bin nicht aufgewacht und habe gewusst, zack, ich bin jetzt schwul. Jetzt hat sich das schon immer so irgendwie herausgestellt. Ich habe es halt nie zugeben wollen oder nie für mich für wahr haben wollen. Ich meine, Kindergarten hat schon angefangen, als andere auf Sandbogen geguckt haben, die von Jungs gebaut wurden. Ich habe halt auf die Jungs geguckt, die Sandbogen gebaut haben, so. Ich habe es halt immer gedacht, okay, Kindergarten, dies, das, ist noch nicht schlimm. Dann irgendwann kam ich in die Grundschule und habe halt echt nur was mit Jungs gemacht, weil mein damaliger Dad doch gesagt hat, so, hey, in deinem Alter war ich mit Mädchen auch noch so und habe gar nichts mit denen anfangen wollen, sondern wollte nur mit meinen Kumpels halt spielen. Dachte mir auch so, hey, voll normal alles, jeder ist so wie ich irgendwie. Und dann kam die Realschule, Jungs haben angefangen, Freundinnen zu bekommen. Hier und da hieß es immer, boah, die Titten sind so geil und guck mal auf den Arsch und so, richtig geil. Und ich habe halt nie so empfunden, wirklich nie. Ich finde immer noch Frauen sehr, sehr hübsch, zum Beispiel Gal Gadot, Demi Lovato, mal Queen Adele. Viele Leute sind sehr hübsch und ich habe auch überhaupt nichts gegen Frauen, wie gesagt, aber das kann man gar nicht so beschreiben. Es war einfach nicht für mich sexuell anziehend. Ich meine, ich war in diesem Alter, 14, 15, dass die Pubertät so auf Hochtouren, Testosteron on fleek und ich dachte mir so, okay, es juckt mich überhaupt nicht. Und ich habe halt immer nur auf die Jungs geguckt so und dachte mir so, okay, irgendwas läuft hier schief. Also schief, auch in so Umkleiden oder so, habe ich immer so auf andere geguckt und gar nicht so auf mich und habe mich auch selbst damit richtig unwohl gefühlt. Und irgendwann hat sich einfach dann herauskristallisiert, im Laufe der Zeit, dass ich mich zu Männern mehr hingezogen fühle als zu Frauen. Dann kamen diese ganzen Crushes, Zac Efron, Shawn Mendes, Still and Always. Ich habe dann einfach immer gemerkt, hey, okay, Mädchen sind schön, aber Jungs sind geil. Ich glaube, da können mir auch sehr viele Mitglieder aus der LGBT-Community zustimmen, dass man einfach nicht aufwacht und sagt, hey, ich bin jetzt schwul. Das ist einfach so und das muss man einfach lernen zu akzeptieren und das lernt man einfach damit klarzukommen und so oder so fort. Wisst ihr, wie ich meine? Fotogeil 31 fragt, Outing, ist es heute noch nötig? Ich persönlich muss sagen, ich bin da ziemlich klassisch eingestellt. Ich habe mich erst natürlich von mir selber geoutet. Ich habe das für mich selber rausgefunden, bevor ich damit nach draußen gehen konnte. Also ich finde, es kommt total auf die Familie an. Also ich lebe auf dem Land. Ich denke mal, in Großstädten ist das schon ein bisschen anders. I don't know, mit diesem ganzen Coming-out-Ding. Ich glaube einfach, mit manchen Familien ist das überhaupt nicht mehr notwendig, sich zu outen. Wobei ich mir auch denke, Heterosexuelle müssen sich auch nicht outen. Warum denn die Schwulen? Ich finde, das muss irgendwie jeder für sich selbst ausmachen. Wenn man sich damit richtig fühlt, sich zu outen, auf jeden Fall go for it. Aber es ist auf keinen Fall irgendwie ein Zwang. Niemand kann einen dazu zwingen, sich zu outen, auch wenn es andere vielleicht gerne hätten oder so. Ich meine, gerade die Großeltern, glaube ich, sind da ja sehr krass und sehr eingefallen in ihre Schiene von damals und sagen so, Schwule gibt's nicht. Mann, Frau, Kind, Punkt. Glaube ich jetzt mal. Meine Oma ist auch ganz anders heute drauf. Die sieht es ganz anders und fragt auch mal nach meinen Freunden und so. Also komplett anders und komplett Akzeptanz und so weiter und so fort ist da und vorhanden. Aber ich glaube, in manchen Familien ist einfach schon notwendig. Aber ich glaube auch irgendwie nicht. Denn ich finde, wenn man damit selbst nicht im Reinen ist, macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn du dich damit wohlfühlst, dich zu outen, dann go for it. Und wenn nicht, dann musst du es nicht. Keiner zwingt dich dazu. So, und das müssen einfach die anderen auch akzeptieren und respektieren. Finde ich zumindest. Thanks not to say to gay people von Kürbisgesicht 13. Oh mein Gott. Also, es ist immer so schlimm, mir fällt immer so auf Knopfdruck nichts ein, aber es gibt so viele Dinge, die ich schon gehört habe, wo ich mir dachte, oh mein Gott, nein, sag sowas doch bitte nicht. Die schlimmste Frage, die ich mal bekomme, ist, bist du aktiv oder passiv? Oder was ich auch ganz schlimm finde, ist, gehst du gerne shoppen? Trägst du gerne Pink in deiner Freizeit? Redest du nasal? Bewegst du dich wie eine Frau? Findest du Frauen jetzt als beste Freunde cooler als Männer? Oder bekommst du jetzt einen Ständer, wenn du mich siehst als Mann? So, dass immer alle denken, dass jeder Schwule mit jedem Mann, den man sofort sieht, rummachen will. Instant. Regt mich schon ziemlich auf, aber I don't care actually. Ich persönlich habe mir einfach diese Wand angegangen, dieses
Ding, dass es keinem was angeht, was in meinen vier Wänden abgeht oder sich abspielt. Und Leute können über mich denken, was sie wollen. Habe ich auch erst lernen müssen, auch auf YouTube und Co. Jeder kann über mich denken, was er will. Ich mache mein Ding und gut ist. Aber es gibt schon Dinge, die mich extrem aufregen. Gerade dieses, kriegst du rosa, gehst du gerne shoppen oder so. Das sind so Dinge, als wären Schwule und Lesben eine neue Spezies. So, hello. Mir fallen gerade auf Anhieb gar nicht so viele Sachen ein, die mir in den Kopf geworfen wurden. Außer als die, die ich gesagt habe. Es gibt locker noch 10.000 Sachen mehr, die ich schon gehört habe oder die wahrscheinlich auch ihr gehört habt. Also wenn ihr noch weitere Sachen habt, die man eigentlich nicht zu Schwulen oder zu Lesben sagen sollte, gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt, denn ich liebe Gossip. Nee, aber würde mich schon sehr interessieren, denn ja, muss ja nicht sein, ne? Disdain. Julian NBE fragt, Unterschied, den die Gesellschaft zwischen Lesben und Schwulen macht. Ich finde, die Gesellschaft macht da schon Unterschiede, gerade im Bereich Öffentlichkeit. Wenn zwei Frauen Händchen halt durch die Straßen laufen, fällt das nicht so auf oder wird nicht so gejudged, als wenn jetzt zum Beispiel zwei Schwule Händchen halt durch die Straßen laufen. Auch wenn zwei Frauen rummachen, finden das Hetero-Männer zum Beispiel noch attraktiver oder finden das geil. Wohingegen, wenn zwei Männer rummachen, Hetero-Männer sagen, ew, geh weg. Also ich finde, da werden schon Unterschiede gemacht, aber ich bin auch nicht so drastisch. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, lehne mich mal ganz aus dem Fenster und sage einfach mal, dass ich finde, Lesben von der Gesellschaft mehr akzeptiert werden als zum Beispiel Schwule. Also in manchen Fällen. Also ich glaube, Lesben sagt man sich halt so, ja na und? Ist schon okay so, aber ist nicht schlimm. Und bei Schwulen ist schon gleich so, Teufel. Ich glaube einfach, dass Lesben mehr akzeptiert werden als Schwule. Aber ich weiß es wirklich nicht. Also ihr könnt mich da gerne berichtigen. Ich habe wirklich bei Lesben an sich so jetzt keine Erfahrung gemacht. Guess what? I don't know. Quasi-Literatur fragt, wieso gibt es in Flying Sparks keine LGBT? Für die, die es nicht wissen, Flying Sparks ist mein zweiter Roman, der am 6. Dezember 2018 rauskommt zu Rising Sparks, der zweite Band quasi. Und ja, LGBT ist jetzt nicht drin, weil ich es nicht drin haben wollte oder weil ich mir dachte, okay, ich bin strikt dagegen, so ist nicht. Aber es hat einfach nicht reingepasst. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man nur Sachen in Bücher oder sonst irgendwas reinstoppt, damit irgendeine Zielgruppe abgedeckt ist. Das muss sich halt einfach ergeben, finde ich. Und in Flying Sparks war es zumindest für mich so, dass es einfach nicht reingepasst hat. Oder zumindest, wenn es drin gewesen wäre, total unpassend gewesen wäre. Wenn es reinpasst, passt rein, wenn nicht, dann eben nicht. Ich bin auch kein Mensch, der es nur Gay-Bücher liest oder LGBT-Bücher, weil ich unbedingt darauf abgehen will und LGBT geil finde und so. Ich persönlich lese Bücher, bei denen mich die Story interessiert, wenn die Charaktere schwul sind. Okay, und wenn nicht, dann why not? Mir kommt es ja wirklich nur auf die Story an und alles drumherum ist schön. Franziska MXL fragt, schauen Homosexuelle auch mal Heteropornos? Diese Frage werden wir im nächsten Philosoph beantworten, also unbedingt dranbleiben, denn die Antwort ist lustig. Abonnieren nicht vergessen, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und gerne auch die Fragen in den Kommentaren beantworten. Dann bis zum nächsten Pillow-Talk, in dem wir unter anderem die Frage klären. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Reaktion darauf und ja, euch einen wunderschönen Tag und ciao.